Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch theoretisch hier. Nee, Freunde. Überhaupt nicht. Das ist so lange theoretisch, wie wir uns in der physikalischen Welt bewegen. Wenn wir jetzt in die digitale Welt gehen, ist das die Regel und nicht die Ausnahme. Diese Kostenverläufe, und ich sagte vorhin schon, die Regeln sind anders in der digitalen Welt. Diese Kostenverläufe sind die klassischen Kostenverläufe für digitale Informationsprodukte. Wenn ich ein weiteres Video verkaufe, gibt es keine zusätzlichen variablen Kosten. Der Kunde lädt sich das runter und fertig. Keine zusätzlichen Kosten, außer dass das Abrechnungssystem eine umsatzabhängige Provision kassiert. Das sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Das könnte ich mir sparen, wenn ich müsste, aber ich weiß das schon zu schätzen, dass ich das nicht selber machen muss. Wenn bei iTunes jemand einen zusätzlichen Song runterlädt, entstehen keine zusätzlichen variablen Kosten. Auch das ist ein digitales Informationsprodukt. Ja. Das ist also der Verlauf in der digitalen Welt. Das ist der Verlauf für Software. Software hat exakt diesen Kostenverlauf. Was ist das da links auf der Ordinate? Das sind die Fixkosten für die Entwicklung der Software. Die sind relativ hoch. Wenn Sie eine weitere Software verkaufen, haben Sie keine zusätzlichen Kosten, weil Sie heute Software noch nicht mehr auf irgendwelchen Disketten oder CDs oder irgendwas verschicken, sondern Sie geben dem Kunden einen Lizenzschlüssel oder einen Download-Link. Ein zusätzlicher Softwareverkauf erzeugt für den Hersteller keine zusätzlichen variablen Kosten. Wichtig zu verstehen. Warum ist das wichtig zu verstehen? Weil wir uns massiv in die digitale Welt bewegen. Unternehmen, die noch nicht sind, wie zum Beispiel Saturn, kriegen das zurzeit übelst zu spüren. Die sind gerade dabei, in großer Hektik online zu gehen. Ja, die haben massive Schwierigkeiten, weil sie das verpasst haben. Quelle hat es komplett verpennt, ist deswegen pleite. Also die Wirtschaft geht online. Online können Sie nicht mehr ignorieren, obwohl viele das getan haben. Das ist auch irgendwo ein Generationenproblem. Ja? Ist da jemand mit dem Computer aufgewachsen? Ist der schon mit 3, 4, 5 Jahren hat er sich bei Facebook registriert? Für den ist das selbstverständlich. Andere sagen: Facebook, was ist denn das? Ach so, Internet. Ja, nee, Internet, da kenne ich mich nicht so aus. Sagen viele: kenne ich mich nicht so aus, Internet. Ja? Also ein bisschen auch ein Generationenproblem. Manche Unternehmer haben das verpennt und haben es nicht geschafft, wenn sie selber das Know-how nicht mehr mitbringen, jüngere Leute daran zu lassen. Das ist auch ein Problem, dass Unternehmer sagen: Ich verstehe da zwar nichts von, aber ich ignoriere das mal. Die haben dann auch nicht den Mut oder die Persönlichkeit zu sagen: Ich trete beiseite und lasse jemanden dran, der das besser versteht. Ja, also, das ist die Kostenregel für digitale Informationsprodukte. Andere Regeln als in der Offline-Welt. Jetzt auch immer gegen die Auto, wenn wir physikalisch haben.